Wenn ich wüsste, was Kunst ist, würde ich es für mich behalten. Ein berühmtes Zitat von Pablo Picasso, das ziemlich stark zum Ausdruck bringt, wie vielfältig die Kunst eigentlich ist. Eine Vielfältigkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie vom 4. bis zum 7. Mai in den Hallen der Messe Karlsruhe bei der Art 2023 sehen können. Ich habe mich im Vorfeld mit einigen der Beteiligten getroffen und gebe Ihnen schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Messe Karlsruhe Magazins. Kunst muss für mich mich erstmal begeistern, mich einfangen, wenn Künstler mit ihren Arbeiten eine Geschichte erzählen. Und das ist auch das, was ich so in meiner Galeriearbeit versuche einzufangen. Das sind die Geschichten, die die Kunst, die die Künstler mitbringen und über ihre Kunst transportieren. Geschichten erzählt auch der Künstler Faha Al-Sali. Einige seiner Kunstwerke präsentiert die Karlsruher Galeristin Yvonne Hohner in diesem Jahr auf der Art Karlsruhe. Darunter auch seine Mosaikwerke. 462 Kacheln, die optisch vorgeben, aus Keramik zu sein. Erst auf einen zweiten, näheren Blick ist zu erkennen, dass sich dahinter herkömmliche Spülschwämme verbergen. Eines seiner zentralen Motive sind auch Gebäude, Häuser, Berge, und die verarbeitet er in Malereien und zieht den roten Faden durch seine verschiedenen Werkserien und macht immer wieder auch auf Umbrüche, gesellschaftliche Zäsuren von Menschen, die ihre Heimat verloren haben, aufmerksam. Faha Al-Sali lebt in Karlsruhe und gilt als Brückenbauer zwischen der arabischen und europäischen Welt. Dabei finden auch einzelne Ereignisse in seinen Werken einen Platz. Ereignisse, die nicht vergessen werden sollen. Diese Arbeiten wurden inspiriert durch ein Bombenattentat im Gazastreifen, wo 68 Kinder ums Leben gekommen sind, über die nicht so viel berichtet wurde. Und für ihn ist es einfach wichtig, auch denen, die sich im Kinderschutz, die für Kinder was tun, und die NGOs, die dort vor Ort sind, auch so eine Art Ikone zu schaffen. Hier hört man ein Schlaflied, das einfach einen dann auch sehr berührt, wenn man dieses Thema verinnerlicht. Faha Al-Sali emotionalisiert mit seiner Kunst auf eine ganz eigene und besondere Weise. Dabei steht das Thema Heimat als Sehnsuchtsort immer im Mittelpunkt. So auch bei The Cage. Die Installation mit 600 Vogelkäfigen ist als Skulpturenplatz auf der Art Karlsruhe zu sehen. The Cage als ein Kunstwerk zum Begehen und nicht zum an die Wand hängen. Wir haben schon viele Adrenalinschübe hinter uns, weil die Vogelkäfige wurden in Bagdad von einem Familienbetrieb gefertigt. Die mussten hierher transportiert werden. Und da gab es tatsächlich echt viele bewegende Momente, um es mal so zu formulieren. Die Galerie Yvonne Hohner Contemporary wird in diesem Jahr auf 75 Quadratmetern Messestand und 100 Quadratmetern Skulpturenplatz vertreten sein. Für uns ist das tatsächlich ein wirkliches Highlight auch in unserem Galeriejahr. Das ist einfach eine tolle regionale Messe, die da in den letzten 20 Jahren gewachsen ist, und für uns einfach Netzwerkerweiterung, tolle Gespräche mit Sammlern, mit Institutionen und auch medial einfach eine tolle Plattform. Kunst muss sich immer treu bleiben. Sie muss der Sache dienen, die über alle Grenzen hinweg geht. Die Kunst ist ein Bindeglied weit über die Religionen, weit über die territorialen Grenzen und weit über die ethnisch- und sprachlichen Grenzen hinaus. Darüber schwebt die Kunst, und das soll sie weiter so machen. Herr Stade, die diesjährige Art wird Ihre letzte in der Funktion als Kurator sein. Auf was freuen Sie sich dann am meisten? Das ist eigentlich dasselbe wie jedes Jahr. Ich freue mich am meisten auf das Ankommen der Galerien, die so nach und nach eindrödeln und erst Bilder auspacken, Bilder aufhängen. Und ich habe eine glückliche Situation, dass ich erleben darf, wie die Stände sich entwickeln von Anfang, wie die Galerien sich mühen und die Galeristinnen und Galeristen sich mühen, einen schönen Stand zu gestalten, und erlebe dann die fertigen Stände und dann die größte Freude, wenn die ersten Besucher kommen und staunen und sich freuen und die Bilder von der Wand kaufen. Das ist eine Freude, die Sie sich quasi vor 20 Jahren selbst eingeräumt haben als Gründer der Art Karlsruhe. Wie kam es damals zu der Idee, hey, ich möchte jetzt so eine tolle Kunstmesse generieren?
Ich muss zurückgehen, weil die Stadt Karlsruhe eine Messe gebaut hat und Messen gesucht hat. Was können wir denn in diesen wunderbaren Hallen für Messen organisieren? Und so kam das zustande, kam ein Gespräch zustande von dem damaligen Geschäftsführer Klaus Hähnel, der mich gefragt hat, ob ich nicht in der Lage bereit wäre, eine Messe zu organisieren. Also ich habe mir nach langem Überlegen mich auch überreden lassen, das zu machen. Wie hat sich die Kunst oder auch die Art in den vergangenen 20 Jahren denn entwickelt? In welche Richtung? Kann man das so sagen? Das Konzept war ja von Anbeginn, dass klassische, moderne und Gegenwartskunst sich im Dialog gegenüber und nebeneinander stehen und dass der Skulptur ein ganz außergewöhnlicher Platz eingeräumt wird durch die Skulpturenplätze und eine weitere Einmaligkeit, was immer noch so ist im ganzen Messereigen, sind diese One-Artist-Shows, die wir machen, wo jeder Galerist an seinem Stand die Möglichkeit hat, durch verbilligte Standmieten einem einzelnen Künstler eine größere Fläche allein einzuräumen. Und das sind all diese ganzen im Konzept festgezurrten Sachen, die sich bewährt haben und die bis heute noch ihre Funktion haben und zu dem großen Erfolg sicher beigetragen haben. Aber es hat ja begonnen mit einer Halle, darf man nicht vergessen. Was bedeutet Ihnen persönlich die Art Karlsruhe nach so einer langen Zeit? Ach Gott, ich meine, die Kunst ist das, was mich getragen hat. Die Kunst ist das, was mich zur Messe geführt hat. Die Kunst hat mich in früheren Zeiten, lang vor der Art Karlsruhe, als Aussteller auf der Art Basel, wo ich lange Jahre als Aussteller war, auf der Art Cologne und so weiter. Immer war es die Kunst letzten Endes, die mich getragen hat, die mir auch immer wieder die Kraft gegeben hat, Neues zu machen, weil es ja immer ständig und immer neue Sachen zu entdecken gibt. Ab 2024 weht auf der Art Karlsruhe dann ein neuer Wind, wenn eine Doppelspitze sie kuratieren wird. Kunst muss mich persönlich, glaube ich, erstmal visuell ansprechen. Das klingt so ein bisschen nicht kunsthistorisch und wissenschaftlich, aber für mich ist es tatsächlich der erste Schritt. Und dann begrüße ich es natürlich umso mehr, wenn ich im Dialog mit dem Galeristen, dem Künstler, die Geschichte hinter den Bildern erfahre und dieser erste visuelle Eindruck dann noch eine Tiefe bekommt, die für mich persönlich irgendwie eine Bedeutung hat. Und wenn so ein Werk einen dann nach Hause begleitet, dann ist es wirklich etwas sehr Inspirierendes. Frau Blass, Sie sind seit 2017 Projektleiterin bei der Art Karlsruhe und treten dann im kommenden Jahr gemeinsam mit dem Galeristen Christian Jamuschek in die Fußstapfen von Herrn Schrade. Welche Spuren hat er hinterlassen? Herr Schrade hat natürlich sehr, sehr große Spuren erstmal hinterlassen. Es war uns ganz wichtig, dass wir gesagt haben, in diesem Transformationsprozess, der jetzt den Abschluss findet, damit, dass Christian Jamuschek und ich die Leitung der Art Karlsruhe ab 2024, also ab der Veranstaltung dann übernehmen, dass wir gesagt haben, wir suchen ja keinen neuen Herr Schrade, sondern wir haben uns ganz anders aufgestellt. Das macht es uns vielleicht auch ein bisschen leichter, diese Fußspuren auszufüllen oder neu zu befüllen. Aber natürlich sind wir uns ganz bewusst, was Herr Schrade uns übergibt jetzt nach der Messe, und das ist wirklich eine Art Karlsruhe mit einer 20-jährigen Geschichte, die mit einer wahnsinnig großen Kontinuität und Erfolgsgeschichte durch diese 20 Jahre gegangen ist. Es ist eine Messe, die wunderbar dasteht, und für uns ist es die große Aufgabe, diese Messe so weiterzuführen und in die Zukunft zu bringen. Sie haben gerade die 20 Jahre schon angesprochen. Dieses Jahr ist das 20-jährige Jubiläum. Was erwartet die Besuchenden dort? Zunächst mal sind wir ja immer noch so nach der Pandemie auf dem Weg zurück. Das heißt, es ist sehr schön, dass wir in diesem Jahr wieder eine Art Karlsruhe haben, wie man es aus den Zeiten vor der Pandemie kennt. Wir sind wieder in den gewohnten 4 Hallen unterwegs mit den Hallenschwerpunkten. Das heißt, zunächst einmal bildet sich das gewohnte Bild für die Aussteller. Aber natürlich, 20 Jahre Art Karlsruhe wird sich an manchen Stellen zeigen. Die Aussteller haben ihre besten Werke zusammengebracht. Wir haben im Rahmenprogramm natürlich verschiedene Dinge, die auf die 20 Jahre einzahlen. Besonders erwähnenswert ist die Sonderausstellung dieses Jahr, die eben von Ewald Karl Schrade persönlich bespielt wird. Ich glaube, das ist für mich so ein persönliches Highlight, weil das einem auch noch mal sehr genau vor Augen führt, wie Herr Schrade denkt und mit der Kunst lebt und welche Künstler ihn begleiten und wie sich auch sein Schaffen entwickelt hat in der Galeristenzeit, aber eben auch in der Zeit der Art Karlsruhe. 207 Galerien aus 15 Ländern präsentieren sich in diesem Jahr in den 4 Hallen der Messe Karlsruhe.
Ein breites Spektrum mit Druckgrafik, Kunst nach 1945, der klassischen Moderne, Contemporary Art 21 und Gegenwartskunst. Eine Besonderheit und gleichzeitig ein Alleinstellungsmerkmal der Art Karlsruhe, auch die mittlerweile 26 Skulpturenplätze. Skulpturen nämlich, die brauchen Raum, um zu wirken. Ich glaube, hier kommen zwei Arten von Ästhetik zueinander. Die Ästhetik der gezeigten Ware, seines Bilder, Fotografie, Skulptur und zum anderen auch die Ästhetik dieser Raumarchitektur. Diese wunderbaren Hallen, Licht durchflutet mit sehr viel Tageslicht und dann natürlich auch diese ruhige Glas- und auch Holzvertäfelung. Das ist etwas, was der Kunst einen sehr, sehr schönen architektonischen Rahmen gibt und sie dadurch zum Strahlen bringt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Sie vielleicht in den vergangenen 12 Minuten auch selbst festgestellt haben, hatte Pablo Picasso mit seiner Aussage doch ganz recht. Denn Kunst kann man nicht in ein oder zwei Sätzen so für sich definieren. Und ich denke, genau das ist auch das, was die Kunst so besonders macht. Die Art Karlsruhe hat am Donnerstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, freitags und samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen fürs Einschalten und wünsche Ihnen ganz viele wundervolle Eindrücke auf der diesjährigen Art Karlsruhe. Tschüss, machen Sie's gut und bis bald.